So, hallo, herzlich willkommen, liebe Leute. Die War Thunder Ground Forces sind jetzt in der Open Beta, sprich für jeden zur Verfügung. Ich habe jetzt schon wieder mal ein bisschen gespielt. Diesmal spiele ich die Russen, damit ihr auch mal ein bisschen Eindruck von denen kriegt. Ich habe hier schon drei neue Fahrzeuge: T50, T28 und BT7 freigeschaltet. Der T50 ist ganz frisch, der T28 schon ein bisschen länger. BT7 habe ich im Prinzip nicht gefahren, weil ich den einfach nur erforscht habe, damit ich ein anderes Fahrzeug noch habe. Keine Ahnung. So, wir gehen mal in die Schlacht. Und ich hatte schon ein Video gemacht, dummerweise, bevor ich das Tutorial gespielt habe. Deswegen werde ich jetzt nicht veröffentlichen. Da habe ich mich darüber aufgeregt, dass es zu random ist, wann man stirbt und wann nicht. Ich muss mich korrigieren, denn eigentlich ist es überhaupt nicht random. Wenn man genau weiß, wo man hinschießt, kann man ziemlich oft, gerade von der Seite oder den Gegner, mit einem Schuss ausschalten. Oder auch von der Front, wenn man ungefähr die Weak Spots kennt. Also man muss dann halt sowas auf irgendwelche Luken schießen oder in bestimmte Bereiche, damit man sozusagen den das Munitionslager sowas trifft. Ja, also hat schon ziemlich viel mit Skill zu tun. Man muss halt wissen, wo man hinschießen kann. Ohne, beziehungsweise muss man sich halt selber ein bisschen bewegen, damit einem nicht dahin geschossen wird. Hier zum Beispiel in der Front, dort seht ihr die große Luke. Da sitzt halt zum Beispiel ein Fahrer dahinter. Glaube ich zumindest, dass der Fahrer ist. Wenn man halt da reinschießt, dann ist es relativ einfach, nicht bloß den Fahrer, sondern auch andere Mitglieder der Crew rauszunehmen. Deswegen sollte man auch wirklich auf sowas schießen, wer auch immer hier gerade mit dem Maschinengewehr rumballert, wie bekloppt. Meine Fresse. Da ist schon ein Gegner. Aber das ist interessant, der Bot schießt mal wirklich auf mich. Und was mal anders. Huch. Ich will hier hoch. Also ihr seht schon, der Bodenwiderstand und sowas wird ziemlich simuliert. Da ist der Driver und der Gunner Toad, der Loader Toad. Da ist der Gunner komplett tot. Oh, dann hat er zerstört. Okay. Nehme ich. Oh. Da habt ihr gerade einen Artillerieschlag gesehen. Das ist gar nicht lustig. Da hab ich den Boden halt zerstört. Der hat mich getroffen. Ein bisschen bewegen, sonst habe ich hier gleich von allen Seiten Gegnern. Und da bin ich nicht ganz so scharf drauf. Komme ich mir lieber um sowas da. Suspension, das ist totaler Quark. Da war der Gunner tot. Und da war das Fahrzeug tot. Normalerweise stehe ich hier nicht so richtig nach unten gerichtet. MT34 komme ich nicht durch. Na 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 na. Batman! Kann ich das Flak noch ein bisschen schießen? Oder? Kann ich da hin? Komm ich da hin? Ja. Die müssen wir auch zerstören, weil sonst unsere computergesteuerten Flugzeuge abgeschossen werden. Das ist ja beschädigt.
So, das ist auch weg. Jetzt oben war da irgendwo was. Wenn ich mich nicht irre. Ah, da. Ja. Damit ist er tot. Schön auf die Schwachpunkte gezielt und damit sterben die auch dann sehr, sehr schnell. Wie ihr gerade gesehen habt, ich habe den Gunner erstmal rausgeschossen mit der Luke dort. Was schon, ja, doch sinnvoll ist. Dann kann es ja eh nicht mehr werden, dann kann ich auch in der Nähe stehen bleiben, das ist Wurst. Oh, ich bin fast am Spawn. Lichtschütze ist. Ich muss hier weg. Dringend muss ich hier weg. Uiuiuiui. Ich kann mich jetzt nicht umgucken, ob da was hinter mir kommt. Ich kann mich eigentlich nicht umgucken, ob da was hinter mir kommt. Das war wahrscheinlich der Artillerieschlag wieder von ihm. Sehr gut, er hat sich selber abgeschnitten von mir. Ah, ich kann mich noch gar nicht reparieren mit dem Ding. Mein Turm ist hin. Au! Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo hinfahren kann, um mich zu reparieren. Aber ich vermute mal nicht. Er hat direkt durch den Turm zerstört. Das ist so kacke. Weil ich auch gerade niemanden dort ins Visier kriege. Immer anders wäre. Ich will die Artillerie umgeschmissen, der Typ. Ja, gehe ich mal jetzt raus. Ich, wenn ich mich eh nicht reparieren kann. Hopp! Ist eh gleich vorbei. Hol ich mir nochmal einen T28 zeigen, der ist nämlich ein bisschen schwerfälliger. Hat dafür aber jetzt schon einen Artillerieschlag zum Beispiel. Och. Oh, kann ich mal zeigen irgendwie. Da. Ist eh vorbei. Vielleicht kann ich mal überhaupt noch was kommt. Ja, kommt noch ein bisschen was. Kommen ein paar mehr Schläge eigentlich da rein. Das habt ihr gerade mal ein paar Mal gesehen. Dass da dann 4, 5 Treffer reinkommen. Und dann sind die Gegner relativ sicher tot dort in dem Bereich. So. Die Parts sollte ich mal aufforschen, damit ich mich reparieren kann. So, Laufwerk. Ja. So, jetzt kann ich mich auch reparieren mit meinem T50. Und habe auch. So, stimmt, den Feuer habe ich zuerst erforscht. Mach nochmal eine Runde, würde ich sagen. Habe ich hier eigentlich schon 61 mm Durchschlag. Bis 108 kann der kriegen. Boah. Das ist übel. Weil ich glaube, der hier. Genau, der hat, werde ich mal 70 mm Durchschlag und damit komme ich schon eigentlich durch alles durch. 2,0, 2,3. So, die Mannschaft müssen wir hier nochmal ausbilden. Mannschaft. 19, Panzerkommandant. Immer ein bisschen hoch. Führungsqualitäten eines Partnerkommandanten. So, machen wir nochmal in die Schlacht. Also das ist jetzt keins von meinen Fahrzeugen, das Anfangsfahrzeug der Russen. Aber auch
dass, wenn man die passende Munition, also Munition spielt hier wirklich eine riesige Rolle, was den Durchschlag und sowas angeht. Also man könnte nicht einfach, und man sollte nicht einfach irgendwelche Standardmunitionen verwenden, sondern man sollte sich anschauen, was für eine Munition man reingepackt hat. Die kann man ja eh immer noch wechseln, jetzt bevor man spawnt. Was irgendwie das mit der Modifikation. Das hier ist unabhängig von dem, was ich in dem Modifikationsbildschirm auswähle, was mich ein bisschen irritiert. So. Wie gesagt, keins von den Fahrzeugen ist das Anfangsfahrzeug der Russen. Sondern das ist alles schon. Oh. Moment mal. Ich will hier lang, ich will hier hinten hoch. Weil hier unten wird immer gekämpft. Wir haben jetzt ABC haben. Mit meinem flotten Panzer kann ich hier hinten hochfahren. Durch die Hügel. Dann komme ich hier lang. Ups. Dann kann ich hier dahinter lang, ohne dass mich jemand sieht. Achso, Bäume sollte man, kann man glaube ich nicht umfahren. Denke ich. Und man springt ab und zu mal komisch die Gegend. Also, naja, es hat noch eine Beta. Ab und zu mal irgendwelche Hindernisse, die man nicht sieht oder sowas. Oder man driftet halt durch die Gegend. Also ab 50 km/h einlenken ist echt schwierig. Wenn man dann eigentlich immer durch die Gegend driftet und extrem viel Schwung verliert. Oh, hier bin ich irgendwie quasi an einer schlechten Stelle mit dem Hof. Ja, hoffe ich. Sehr gut. Hier stehen sogar Sachen. Ist hier unbeschädigt. Transmission habe ich. Hätte ich die Transmission? Also beim T-34 komme ich mich nicht durch. Der hat so eine geile Panzerung. Ist hier unbeschädigt. Naja, wenigstens ist er jetzt tot. Also ich glaube einfach selbst zerstören lassen. Die Ammo-Box erwischt. Abschusshilfe. Oh, das ist ein Panzerjäger. Ein Rang 2 Panzerjäger, um genau zu sein. Vertical Cannon Drive, der kann nicht mehr hochziehen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier drauf, bei der drauf ziehen soll, weil die hat ein bisschen andere. Bereiche. What the heck? Na, Gunner aus. Damit habe ich wohl verloren. Also irgendwie da außen rum zu fahren ist nicht so wahnsinnig geil. Ich kann immer auf U drücken, aber da wird nicht viel passieren. Ja, bis zum dritten Mal angezündet. Damit bin ich durch. Also das war dumm. Ich dachte, ich könnte dort außen rum fahren um die Su. Aber ich war nicht schnell genug. Die hat mir einen reingedrückt und ich bin hängen geblieben. Jetzt fand ihr aber darum. Finde ich nicht so schön. Vielleicht einen T28 nehmen sollen, wenn die da nicht hinten rumfahren. Aber ich habe zumindest ein paar abgelenkt, sage ich mal. Und sie haben nicht mal C eingenommen bis jetzt. Im Gegenteil, das klauen wir gerade.
Kann ich den irgendwie treffen sinnvoll? Alles rot. Sieht nicht nach sinnvollen Treffern aus. Rum, rum. Wir sehen hinten, was kommt. Mal gucken. Da hier gerade ein Schuss war. Hier soll eigentlich irgendwas sein. Es gab so eine Schussanimation. Wir nehmen gerade den dritten Punkt ein, das ist ja fies. Das ist ja fies. So, das ist ja wieder das Flak. Bringt auch Punkte. On target. On target. Zwei Flak ist zerstört. Da haben wir einen Artillerieschlag jemanden zerlegt. Nein, haben wir nicht. Erlebt noch. Wow! Da hat's geleckt. Also es ist hier so ein bisschen das Taktieren, Arkadenmodus zumindest. Auf wen will ich schießen? Weil ich ihn gut verletzen kann. Also weil ich gut in kritische Bereiche reinschießen kann. Und da habe ich zu weit gezielt. Oh, die Engine sogar angedreht. Suspension. Wow, ich wusste, dass hier irgendwas ist. Jawohl! Da habe ich ihm direkt das Ammo-Rack zerstört, würde ich sagen. Ja, der könnte jetzt schießen, aber da wird nicht viel passieren. Wenn er so zu mir steht. Und die Serie 9. Also die C50 können schon ziemlich stark sein, wenn ihr das gerade seht oben. Das Gemeine ist, ich bin hier eigentlich nur den Spawn so halb, wenn ihr das rechts unten seht. Ein Stück weiter rechts von mir ist der Spawn. Ich treff's nicht. Ich treff's nicht. Ja, damit ist vorbei. Schade, letzten zwei habe ich überhaupt nicht getroffen. Aber ihr seht, was ich meine. Wenn ich dort, habe ich ihm halt gut in die Seite getroffen und genau dieses Ammo-Depot getroffen. Und dann ist er halt weg. Das kann man relativ konstant machen. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es da irgendwelche Einschränkungen gibt. So, jetzt habe ich auch die guten Kanonen, die guten Kugeln, die hier 110 Durchschlag haben. Da sollte ich eigentlich keine Probleme mehr irgendwo haben. Ja. Drehkranz. Drehwinkel des Turms erhöhen. Ja, machen wir da weiter. Ja, also ich denke, ihr habt den Eindruck bekommen, auch wenn ich jetzt fast nur T50 gefahren bin. Der T28 fährt sich ähnlich, ist nur ein bisschen langsamer und hat dafür ein bisschen mehr Durchschlag, zumindest im momentanen Status. Ja. Also ich denke, da habt ihr denn jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen und man kriegt relativ viele Mannschaftspunkte, wie ihr hier gerade seht. Ich habe ja 21 bekommen. Oder also 20. Ich glaube, ich habe vorher einen übrig gelassen. Also da merkt ihr, glaube ich, schon, in wie schnell das so insgesamt geht. Können den Fahrer noch ein bisschen hier Fahrgeschick hochziehen.
Zack, klack, klack, klack. Scharfe Sicht bedeutet einfach nur, ich kann weitersehen. Okay, also wie gesagt, ich denke, ihr habt einen Eindruck bekommen. Ich hoffe, das war ausreichend und schön. Und vielleicht schaut ihr auch mal rein und spielt auf jeden Fall das Tank-Tutorial, also das Panzerfahrt-Tutorial als erstes und lest euch sehr sorgfältig durch, was da gesagt wird. Da werden euch zum Beispiel sowas wie schwache Bereiche und sowas beispielhaft zumindest gezeigt. Den Anfangsgegnern. Okay, Dankeschön und bis bald.